Die Vulkane der Anden sind besonders explosiv. Die ozeanische Platte, die unter die kontinentale südamerikanische Platte abtaucht, enthält viel Wasser. Im glühenden Magma verdampft das Wasser, hoher Druck entsteht. Die Erdkruste in dieser Region der Welt misst bis zu 70 Kilometer und ist so dick wie nirgendwo sonst. Das Magma braucht manchmal Jahrtausende, um aufzusteigen. Immer mehr Druck baut sich auf, der sich an der Erdoberfläche in gewaltigen Vulkanen entlädt. Die Vulkane der Anden sind besonders explosiv. Die ozeanische Platte, die unter die kontinentale südamerikanische Platte abtaucht, enthält viel Wasser. Im glühenden Magma verdampft das Wasser, hoher Druck entsteht. Die Erdkruste in dieser Region der Welt misst bis zu 70 Kilometer und ist so dick wie nirgendwo sonst. Das Magma braucht manchmal Jahrtausende, um aufzusteigen. Immer mehr Druck baut sich auf, der sich an der Erdoberfläche in gewaltigen Vulkanen entlädt. Die Vulkane der Anden sind besonders explosiv. Die ozeanische Platte, die unter die kontinentale südamerikanische Platte abtaucht, enthält viel Wasser. Im glühenden Magma verdampft das Wasser, hoher Druck entsteht. Die Erdkruste in dieser Region der Welt misst bis zu 70 Kilometer und ist so dick wie nirgendwo sonst. Das Magma braucht manchmal Jahrtausende, um aufzusteigen. Immer mehr Druck baut sich auf, der sich an der Erdoberfläche in gewaltigen Vulkanen entlädt.